und willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge bei der Calliope, also bei mir. Ja, ich bin gerade etwas frustriert. Also, wir sind hier übrigens wieder bei der Marceline. Ihr seht sie ja hier im Bett. Ich hatte nämlich mit ihr 3 Folgen aufgenommen. Bei den ersten 2 habt ihr nicht viel verpasst. Da hat sie nur Geld gesammelt. Das Einzige, was ihr da verpasst habt, sie hatte ein Techtelmechtel mit ihrem Freund. Es war das erste Mal, das habe ich nicht gemerkt. Also ich dachte, wir hätten das schon gemacht mit Kian. Hatten sie nicht und das habt ihr verpasst. Ja, und dann habe ich halt gebaut, aber das habe ich aufgenommen. Das habt ihr gesehen. Das, ja, wir haben Hühner gekauft. Wir haben eine Kuh gekauft. Die haben alle keinen Namen. Wenn ihr den Namen habt, dann sagt mir die gerne. Aber ich selber werde da jetzt keine ausdenken, weil die Tiere, die leben halt so wenig lang. Ja, wir haben Feldfrüchte gepflanzt. Wir waren dann in der letzten Folge auch bei Hanford und Bagley und haben ein paar Aufträge angenommen, also 3 Stück. Die werden wir dann die nächsten 7 Tage auch angehen. Zum Haus, hier hat sie übrigens auch eine Werkbank. Wir werden uns dann die meisten Möbel selber bauen. Sie hat immer noch diese Campingdusche, aber das Zelt haben wir verkaufen können, weil sie jetzt dieses Holz drin hat. Hier sollte mal die Küche sein, aber wir haben hier noch nicht viel, was wir machen können, damit es eine Küche wird. Ja, dass ihr euch da nicht wundert. Was ihr in der letzten Folge aber dann verpasst habt, Marceline hatte eine Vergiftung durch einen Spinnbiss und wäre fast gestorben dran, aber wir sind dann schnell nach Salvadorata gegangen. Die Folgen haben nicht so ganz geklappt wegen technischen Problemen. Genau, Marceline geht zu duschen. Nee, du klopfst jetzt nicht die Tonne um. Marceline hat übrigens andere Teenager kennengelernt. Also eine. Allison heißt sie und hat sich mit ihr ein bisschen angefreundet. Ernten. Nee, die ernten wir noch nicht. Können wir die düngen? Dünger musst du kaufen, zum Wachsen motivieren. Mach das mal. Schön, dass die auch im Winter wachsen. Nee, ich habe nichts geerntet. Probleme reden. Die Kuh lassen wir noch in Ruhe. Futter verstreuen kannst du mal machen. Heute musst du ja gar nicht zur Schule, das ist schön. Genau, Broteier haben wir auch wieder 3. Können wir hier irgendwas mit den Eiern grillen vielleicht? Ofenkartoffel, aber das ist nichts mit den Eiern. Man macht wenigstens die Ofenkartoffel. Ist immer etwas komisch, wenn man sieht, wie Salat, Melone, Aubergine im Winter wachsen. Pilze zwar auch, ich glaube, die wachsen auch nicht im Winter, im Herbst, glaube ich, und im Frühling vor allem. Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Huhu, Essen, kommt alle Hühnchen her. So, auf zum Grillplatz. Dass man mal wieder was ordentliches essen, nicht nur blödes Müsli. Weil ich glaube, wenn man zu viel Müsli isst, kann man auch als Sim gesundheitliche Probleme kriegen. Also man kriegt dann so ein Negativ-Moodlet. Das hatte ich mal beim Privatspielstand früher. Ich weiß aber nicht, ob das noch so ist. So, iss mal so viel du kannst, Marceline. Danach isst du noch ein Gericht. Sie ist ja auch so dünn geworden. Man sieht sie in der Jacke nicht so gut, aber diese Spindel dürft die arme Marceline, weil sie nie was zu essen kriegt. Ist mal nochmal eins. So, lass mal den einfach stehen, weil wir können den eh nicht in Kirschen tun. Dann kannst du ja mal Schnee sammeln, dass wir dann auch wieder duschen können heute Abend. Dann mit den Hühnchen kannst du dich auch wohl anfreunden. Da können wir hier mal ein Brutteil reinlegen. Leicht schmutzig. Ach so, Stall machst du. Dann machst du Eier sammeln, oder? Ja. Ausbrüten. Oh, Kian ist zu Besuch. Wo ist er denn? Da steht an der Tür. Kian? Kian? Ist er unsichtbar? Ständig lässt du das liegen, Marceline. Also, du hast ja doch eine Mülltonne. Wieso benutzt du die nicht? Mach mehr Broteier. Kannst du gleich noch eins ausbrüten lassen. Noch eins ausbrüten. So. Jetzt reden. Dummige Worte sprechen. Zum Wachsen motivieren. Vor allem die hier, die sind schon recht groß zum Wachsen motivieren. Wenn du das gemacht hast, machst du mal dein Schulprojekt. Ah, nicht platzieren. Du musst hier mal vorsichtig arbeiten, bitte. Bei der Kuh schauen wir auch gleich mal vorbei. Das ist gut, wenn die Logik hochgeht, wegen den Spinnen nämlich. Fertig! Eine Brücke hast du gebaut, okay. Durch den Inventar. Mach mal Gartenpflanze, okay. Kiste und deinen Gartentopf. Ne, wir gehen nicht zum Markt. Wir haben nichts Besonderes. Können wir uns vielleicht auch ein paar Möbel basteln? Schicklichkeit ist Level 3. Sehr schön. Lass die Tonne in Ruhe, Marceline. Du gehst pinkeln. Warte hier. So. Machst du an den Häuflein da rein. So. Hat sie schon wieder Hunger. Ist ein Salat. Danach kannst du ja mal eine Kochen machen. Und dann schauen wir nochmal nach den Tieren. Hier kannst du säubern und die scheinen ja alle klar zu kommen. Hm? Ja. Hier rennt den Huhn rum. Fäpfel gereden. So. Sugar Cookie heißt der Frosting. Okay. Warum nicht? Der ist ein Teenager geworden. Haha. Ach, der Sohn ist ins Bett gegangen.
Ständig lässt du deinen Müll rumliegen, Marceline, obwohl du eine Mülltonne hast. Was soll denn das? So. Ja, geh du mal duschen. Marceline, irgendwie machst du da komische Sachen. In Dusche singen. Sie hatte genug Wasser gesammelt. So, vielleicht ist jetzt wieder richtig die Animation. Wir rennen nicht nackt durchs Haus. Kannst du dich mal wärmen und dann gehst du auch ins Bett. So schön warm. Hallo Staubmaus. Wir haben leider keinen Staubsauger. Also verdreckst du wohl unsere Wohnung. Wohnung eher unser Haus. Ist ja keiner drin. Ist das eine Geisterdusche oder so? Zurücksetzen, aber das macht irgendwie nicht. Oh, unsere Kuh ist unglücklich. Ja, dann komm doch mal hier raus. Steh mal auf, was du den müssen kümmern. Erstmal was zu essen geben, dann tust du sie putzen und melken. Hallo, Kuh. Dann kannst du auch noch mit ihr reden. Da geht aber viel Milch daneben, Marceline. Dankeschön für die Milch. So, und dann schlaf noch mal ein bisschen, Marceline. Milch müssen wir verkaufen und die Eier auch, weil damit kann man irgendwie nichts grillen. Das verkaufen wir auch. Die auch, bevor sie verdirbt. Gibt immerhin ein bisschen was. Oh, Frühling fängt an. Schön. So, dann frühstücken wir mal. Wieso ist dir jetzt schlecht? Ach so, weil du wählerisch beim Essen bist. Ja, da hast du Pech, Marceline. Ich werde trotzdem gegessen. Da hat die ist ganz dünn geworden, die Arme. Tja, aber sie hat sich ja dafür entschieden. Streicheln. Umarmen. Oh. Okay, machst jetzt mal was mit dem Huhn. Es macht ja nichts. Okay, das geht. Halt! Ah, es ist kacke geworden. So, ich habe aber gesehen, wir haben hier noch mal so ein Ding. Das kannst du auch mal machen. Dann gehen deine Fähigkeiten auch hoch. Vorsichtig arbeiten. Die Mäuse. Oh nein, Bienen im eigenen Haus. Streichattacken macht man mal weg, weil Master den macht eh nicht mit. So, und danach kannst du ja mal was essen. Sehr schön, schon fertig. Ach, das war wieder das Gleiche. Okay. Quinoa ist da. Hallo. Schön, dass du da bist. Der erzählt den Eltern ja auch nicht, wo sie ist. Weil er findet zwar auch nicht gut, was Marceline macht, aber er weiß, dass es nichts bringt. Marceline, weil sie das einfach nicht einsieht. Aber er versucht wenigstens so ein bisschen aus der Ferne auf sie aufzupassen. Ist ja auch seine Schwester. Ja, Whibney. Jetzt mal über dann Schwarmküssen. Insider-Witz. So. Oh, Entschuldigung. Okay, was ist denn mit ihm gemacht? Schön, dass die sich so gut verstehen. So, dann bestäube mal den Busch. Duschen. Die Dusche läuft irgendwie schon seit Tagen. Mal hier ein paar Sachen fertig. Sie hat den Lebensstil technikfeindlich freigeschaltet, weil sie halt nie Technik benutzt. Naja. Oh, zum Hühnerstall gehen. Ei ausbrüten. Mach das mal, Marceline, bitte. Hallo, Eichen. Oh, das ging ja schnell. Oh, wie süß. Noch eins? Nee. Doch, da ist noch eins. Oder? Nö. Das war's. Da war jetzt keine Meldung mehr, dass man das machen kann. So, machen wir den Bauch weiter. So, dann verkaufen wir die Eier wieder, weil wir haben immer noch kein Herd. Butter behalten wir und die verkaufen. Die normalen Eier. So. Was ist jetzt los? Flittermäuse! Ui. Dir ist nur unwohl. Ist nicht schön, aber ihr geht's ansonsten gut, hä? Das ist schön. Mach mal den Spiegel, bitte. Müsste aber, glaube ich, jetzt Pause erzählen, da alles landen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich auch einen Spiegel. Wo hängen wir denn den hin? Ist hier ganz Platz. Hier in der Küche erstmal. Später mal im Bad. Andere Farbe. So ein schönes Dunkel. Ach so, du willst dich jetzt gleich als erstes im Spiegel betrachten, oder wie? Ach so, debattieren üben. Ja gut, mach das. Du das können willst, Marceline? Oh, hier schlüpft auch wieder was. Ausbrüten.
Hui. Seit wann geht das so schnell? Naja, jetzt gehst du ins Bett, Marceline. Du musst morgen nämlich raus. Sind alle drei geschläft, glaube ich, oder? Oder ist noch eins, glaube ich? Keine Ahnung. Nein, eins ist noch. Okay. Blöde Dusche, dass die ganze Zeit hier ein Geräusch macht. Kaputt ist sie nicht. Pieren. Bitte jetzt die verkaufen und kaufen eine neue. So. So, jetzt geht's hoffentlich wieder. Jetzt macht wenigstens kein Geräusch mehr. Marceline, hier schlüpft wieder was. Das Ganze auch mal ausbrechen gehen. So, jetzt sind alle draußen. Danach Futter verstreuen, wenn du heimkommst. Ich glaube, die Feldfrüchte werden nicht mehr größer. Die sind schon seit Tagen alle gleich groß. Kauf die mal alle. So, jetzt gab es auch wieder Geld. Dann können wir ja noch ein bisschen weiterbauen. Dann gleich beim Haus, oder? Kürbiskuss-Kreuzstichmuster. Das ist ja toll. Halt, was war das für ein Brief? Ein zufriedenstellendes Ergebnis. Es scheint zumindest nicht komplette Zeitverschwendung gewesen sein. Ich bin sicher, dass ich deine untätigen Hände in Zukunft erneut beschäftigen kann. Also komm gerne wieder. Achso, das war bestimmt die alte, von der wir den Auftrag haben. Frau Knautschgesicht war das ja. Ja, gießt du mal die Pflanzen? Das ist gut. Dass man die überhaupt schon gießen kann. Ah, jetzt ist Kian da. Hallo, Kian. Eltern beschweren. Und dann könnt ihr euch mal hier techteln, weil ihr eh schon mal habt. Dann geht der Spaß auch mal wieder hoch bei der Masse. Worüber beschwerst du? Ach so, das ist unordentlich. Ja, okay. Aber ich glaube, Kian sieht wegen der Situation sicher drüber hinweg. Und der würde ja auch nie Marceline verpfeifen ans Jugendamt. Oh, Feuerwerk. Oh, das Küken einfach hier drin. Wie süß. Hallo, Küken. Kontakte knüpfen. Streicheln. Oh, Allison möchte essen gehen. Okay, wir gehen hin. Der Wettkampf zwischen den Witzpolden und den Spaßvögeln hat begonnen. Trinke den dunklen oder den hellen Tee, um dich am Team anzuschließen. Okay. Ja, das ist Allison, unsere neue Freundin. Du kannst ja nett zu ihr sein. Oh, die ist auch unberechenbar, so wie Marceline. Wo sind wir denn hier? Ach so, hier ist das Festival. Haha. Kannst du hier irgendwas essen, was du noch nicht kennst? Oh, Spieß. Ja, isst das mal. Okay, wir gehen mal was essen. Bis dann, Allison. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind mehr wegen dem Essen herbekommen. Hallo, Lilip. Können wir dann noch mehr essen? Merkes, kannst du auch mal essen. Sehr schön. Danach kannst du Tanschine essen. Oh, Marceline ist nicht an scharfes Essen gewöhnt. Ach, das sind scharfe Würste, ne? Oh, scharf, scharf. Du arme Marceline. Aber so gewöhnt du... Hey, das war unser Essen! Nein, nein. Wo ist es jetzt? Oh, jetzt hat sie es, glaube ich, mit. Nein, hier ist es. Das ist unser. Wehe, du isst das. Ich sag dir, ich lösche dich. Mackenzie noch nackend. Nein! Jetzt reicht's. Zurücksetzen. Und jetzt wirst du gelöscht. Das hast du davon. Eigentlich sollten die das doch behoben haben, dass es nicht mehr geht. Hier müsste es irgendwo Kommandos doch geben. Hier. In Verwaltung. Sim löschen. Okay. So, wie einer frisst jetzt unser Essen. Dann wird er auch gelöscht. Niemand klaut unser Essen. So, ich glaube, wir müssen uns ja auch mal irgendwo an. Ah, Stefan, hallo. Du bist ein Spaßvogel. Und dein Bruder ist auch hier, der Wladimir. Also müssen wir jetzt auch eins trinken? Spaßvögel. Was sind denn Spaßvögel? Was machen die? Und die hier, das sind Witzbolde. Wir gehen zu den Witzbolden. Wir spielen nicht gern Streichen. Kannst du ja mal mit Allison machen. Oh, Yuki Bär. Irgendwie doch gar nicht. Was machst du denn jetzt hier, Marceline? Da draußen ist die Action. Was macht Marceline? Geht woanders hin. Okay. So, dann trinken wir mal mit Allison zusammen das hier. Clean the stable. Oh. Schade, hätten wir doch das andere getrunken. Ah, schelmische Interaktion hätte sie machen sollen. Ja, wir gehen heim. Wir müssen gehen. Ja, geht's nicht gut. Ja, dann geh mal heim. So. Was ist das für ein Kind? Was machst du denn hier? So ganz allein, kleiner Mann. Hm? Ah, okay, jetzt ist er weg. Ja, wir gehen gleich ins Bett. Wir können hier mal noch schnell bestäuben. Ja, Allison kann ruhig ein bisschen hier bleiben. Wir gehen jetzt ins Bett. Ja, ich weiß, es ist schmutzig, Marceline. Achso, du jettest für uns. Okay, aber so wäre es für unsere Gartenfähigkeit nicht besser.
Ja, du kannst mal duschen, wenn du schon wieder wach bist. So, aber dann mache ich auch mal hier einen Strich, weil ich werde jetzt noch ein bisschen so ein Tausend zumindest oder ein bisschen mehr mal schauen, Geld ausgeben. Werde ein bisschen beim Haus dazufügen, dass Marceline einigermaßen ordentlich leben kann, jetzt wo es auch wärmer wird. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß auch bei meinen anderen Videos. Es gibt noch viele weitere, falls ihr mal durchschauen möchtet. Mittlerweile habe ich ja schon einiges aufgenommen. Und dann hoffe ich, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.